Jawohl, da sind wir wieder. Hallo Jules. Hallo Daniel von den Vorspielern. Wir sind die Vorspieler. Ist wir immer melden das uns Gleiche immer mit wieder den mit. Wir Männern. sind die Vorspieler. Man ruft ja, zum Essen Tag, und ne? sie kommen ja. nicht. Ja, wir entdecken jetzt hier das Magierlager. Und hier ist ein Bett. Ach, guck mal, ein Doppelbett. Eine Bank sogar. Oh, so schmutzig wie bei mir da. Was ist rein. Hier los, ey? Ich muss jetzt mal F5 drücken. Ja, beim Oh, Klauen. ein Taranisband. Beim Klauen muss man immer ein bisschen aufpassen. Muss man immer quick save, auch in echt. Und dann machen wir. Nee, ich muss mich hinhockern. So, was Löffelchen hat die Paula, was geht ab? Du verschmutzt den ganzen Boden! Ich verschmutze den ganzen Boden. Das bisschen Dreck. Das bisschen Dreck. Für dich ist es ein bisschen Dreck. Für mich eine weitere Stunde Schrubben. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Eieieiei, was macht dann der Talbot? Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum, anstatt mir mal im Haus zu helfen. Ja, ja. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man es Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Na, ich guck mal. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Und sogar keine Belohnung. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Au. Paula hört Geräusche. Und das sind jetzt keine Ratten, das ist irgendwie so ein riesiges Dämonenvieh oder sowas. Ja. Ist das hier okay. hinter der Mauer auch? Ja. Klettern. Ja. Ne, da war nicht die Einblendung. Hier ist nur Reden. Ja, vielleicht kommt Klettern. Hier hoch oder wie? Jetzt klettern, guck. Nicht mehr. Ah. Wieder? Ja, das kann ja nicht sein. Oh. Kannst du hier hoch oder was? Ei! Oh, die war's. Ach, hier gibt's ja auch irgendwo das Dings, gell? Das ist der Legendary Gegenstand. Ja. Hier links eine Ecke wahrscheinlich. Unten, hier rechts in der Ecke jetzt. Da unten, stimmt. Wo soll das da sein? Bestimmt. Ist doch gar nicht auf dem Radar. Nein, ich meine das Katzen. So, was sind da? Was? Lautes Gürteltier. Ach süß. Es hat sogar noch mehr Huhn gebracht. Ja. Und keine Hühnerbollen. Seelenflechte erhalten. Ist das ey, warum ist denn nicht, warum ist denn keiner von denen einfach mal um die Ecke gegangen? Wir hätten das scheiß Gürtel hier sogar an den Gürtel hängen können. Ja. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Tatsächlich? So ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha! Ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. 50 Gold nimmt die dafür. Also gibt's sie. Ja, ist geil. Nochmal Ruhe mit E. Der Ballen, E drücken. Geht das mit E auch? Ja. Ja, alles braten, stimmt. Ja, hier, ich meine. Hast du das echt? Ich habe das überhaupt nicht gesehen dahinter, da, dass das da ja. wohnt. Ist da, hat die das da ein Haus hingestellt? Oder? So ein kleines Haus, was ist ein Gürteltierhaus? Wie sieht sowas nur aus? Ich weiß nicht. Die Wäsche ist noch nicht fertig. Komm später wieder. Na gut. Wäsche. Welche Wäsche? Na, die der Wächter. Irgendwer muss das ja machen. Und das bist dann wohl du. Mein Leben als Kadett habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, als Wächter wirfst du mit Feuerbällen nur so um dich, haben sie gesagt. Aber das einzige Feuer, das ich zu sehen bekomme, ist das vom Kochtopf. Das ist gut, der Typ, den du spielst. Oh, das auch. Also, du bist die arme Wurst hier. Weißt du, der ist bei allem so trocken und so kühl, weißt du, und dann Wäsche? Welche Wäsche? Das ist eine heimliche Leidenschaft. Okay, du bist also die arme Wurst hier. Ja, ich meine nein. Also jetzt schon, aber später... Ja, große Pläne, ich verstehe. Mann, wenn ich meine Träume nicht mehr hätte, was bleibt mir dann noch? Naja, zumindest deine Wäsche. Na, danke. Unsere Wäsche, meinte ich. Erzähl mir mehr über die Wäsche. Nein, Wäsche. Ah, vielleicht wollen wir... Schon mal daran gedacht, abzuhauen? Nee, das will ich auch gar nicht. Irgendwann kommt ein Neuer, der meinen Posten der übernehmen wird.
Aber für den Moment wäre mir schon geholfen, wenn jemand das Lagerhaus für mich fegen würde. Hey, du bist doch neu. Willst du diese Aufgabe nicht übernehmen? Na klar. Kein Thema. Nein, als Putzkraft wollte ich nicht enden. Also das hat er zu sich selbst gesagt jetzt. Ja. Ah, komm. Machen wir doch. Ja, klar. Ich putze hier das Lagerhaus. Wohl kaum. Ja, nochmal. Okay, pass auf. Was hältst du davon, wenn ich dir jemanden suche, der das Lagerhaus für dich fegt? Das ist geil. Die Aber Frau da drin. Wesen mit. Ohne ein vernünftiges Arbeitsgerät geht's ja nicht. Was soll das denn heißen? Was? Zieh deine verdammten Schuhe aus! Ja, ja, ist ja schon gut. Weißt du, was ich gerade getan Stimme. Habe? Ich habe jemanden dafür bezahlt, deinen Job zu machen. Was hast du? Ganz richtig gehört. Wir haben hier Ungeziefer am Haus. Ich möchte wetten, dass sie sich in diesem Dreckstall so richtig wohlfühlen. Schon gut. Reg dich nicht so auf, Schatz. Wenn ich dich noch einmal mit Schuhen in diesem Haus sehe, dann schläfst du auf dem Boden. Okay. Zieh gefälligst deine Schuhe aus, wenn du ins Haus gehst. Alter, wie die nervt. Also die will nicht... Oh, zieh sie echt immer aus. Mach das mal. Oh ja. Guck, was passiert. Geht ja sogar. Ja, ja. Ja, voll witzig. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Zieh gefälligst deine Schuhe aus, oh, wenn du ins Haus gehst. Und sowas haben sie natürlich nicht gedacht, ja, ey. Das ja. müssen sie ja Macht, ey. Mann, ich schreib gerade einen bösartigen Forenpost. Gerade die alten Halbstiefel wieder angezogen, ja. ey. Ist was? Ich arbeite. Ja, ja, ja. Vor allem, der hat seinen Arbeitsplatz direkt vor der Tür, gell? Ist ja auch geil, irgendwie. Kannst du schnell mal zum Mittagessen nach Hause gehen? Soll ich die Schuhe ausziehen? Ja. Für mich sah es so aus, als stehst du nur so rum. Ich stehe nur rum? Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Ach komm, wir wissen doch alle, dass du nur den Kram machst, auf den sonst keiner Lust hat. Halt du dich da raus. Mich wundert es bis heute, warum sie dich aufgenommen haben. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay, und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Ja, du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Der steht da. Alles klar, weitermachen. Ja, ich hab noch zu tun. Die stehen alle vor der Tür immer. Ja, gut. Was haben wir denn jetzt hier noch? Welche? Speicher mal. Na, schon wieder, das macht mich gerade voll. Da, links, guck mal hinter dir. Links? Da unten, siehst du das? Kannst du durch, als Ratte. Kann ich mich in eine Ratte verwandeln? Ja, irgendwie sowas kannst du auch bestimmt, oder? Ja, mal gucken. Magie. Nee, nur Papagei. Ja, gibt's bestimmt später noch. Oder da drin, dass du raus rennen kannst als Ratte. Ja. Sag mal, ist 5 drücken, weil der Typ beobachtet mich hier gerade. Ja, gut, gut. Ja. Ei. Und Klack macht's. Hühnchen. Hühnchen und Schrot. So, was sagt der dazu? Find ich geil. Frank. Ah, ein neues Gesicht im Lager. Oh, Elmus bist Tatschow. Du der Ersatz für Garelt? Ja, das bin ich. Das ist Elmus Tatschow. Ja, das bin ich. Hör mal, Bursche. Ich merke doch, dass du lügst. Ich rate dir, verscherze es dir nicht mit uns Wächtern. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberger rumschlagen? Das passt die Stimme gut, ne? Was für ein Problem hast du mit Garelt? Eines? Hunderte. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Ach, stell dich nicht so an, Frank. Dass du dich nicht an Regeln hältst, weiß hier jeder. Aber lass uns da raus. Der kackt alle an, gell? Ja. Kann nix, aber kackt alle Leute an, ey. Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lausche auf. Erstens, das Wort der Magier ist Gesetz. Zweitens, die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Und drittens, man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Okay, okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Das Wort der Magier ist Gesetz. Das Wort der Wächter ist Gesetz, sag ich jetzt. Der Magier? Ja, aber so. Soll ich es richtig sagen, oder wann? Nee, mach Wächter. Das Wort der Wächter ist Gesetz.
Falsch, dass der Magier. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Ah, dann macht vielleicht Neuladen, oder? Jules, ey. Oh, nur wegen dir. Weißt du, nur weil du es falsch gesagt hast. Oh, immer bin ich's. Ja. Immer. Kannst du ja auch mal richtig sagen. Immer der Dicke mit der Brille. Ja, immer der Dicke mit der Brille. Warte. Also sollen wir nochmal lügen dann, oder was? Ja. Haben wir ja Seele Minus bekommen, das magst du doch so gerne. Beim Lügen? Magst du gerne, ja. Absperren. Okay. Doch, Lügen Minus 1 Stunde. So, jetzt gehen wir mal zum Freen. Er hat es mal Freen. Ah, ein neues Bist. Abbrechen, so. Ja, bin ich. Hör mal, ich rate. Muss ich. Drücke Berge. Was für ein. Selbst hier. Ja, ach, stell dich. Ja, das. Ja, welche Regeln. Von weg. Ja, dann. Erstens, zweitens und drittens. Okay. Okay, hat's kapiert und das Wort. So. Der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Gleicher Rotz, ey. Gut. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Glaube ich nicht. Da ich nicht damit rechne, dass Garel sie liefert, wirst du sie mir liefern. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Mein Arsch auch. Also. Was? Was? Dein Arsch auch. Jo. Gut. Ich bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. 4 gefüllte Beutel sollten reichen. Und immer dran denken, die Förderung von Kristallen genießt. Ja, ja. Ja, das ist vor allem, das ist so wichtig, ja. Und dann schaffen die das nicht mal, das zu organisieren. Weißt du, da muss doch eine Mine sein, da muss doch die Kristalle müssen abgezählt sein, alles. Nimmst aber jede Schaufel mit. Ja, ich nehme alles mit. Die musst du verkaufen danach. Jo. Was haben wir jetzt hier? Hackebeil. Schau mal hier, jetzt wieder eine Truhe. Eine schöne Truhe. Hier ist immer nur so ein Schrot drin und sowas. Fackeln, Eisenerz, hier Geld nochmal. Ah ne, ist ein Kristallbeutel. Spitzhacke. 2 Spitzhacken. Was ist jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich bin froh, dass ich Teil deiner Crew bin. Doch um ehrlich zu sein, müsste ich mich eigentlich bei Faruko melden. Er sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn ich von Takarigua wieder da bin. Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so ein Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigo als geplant, aber es war auch eine verdammt harte Nuss. Brennt der? Nee. Ja, das kann ich bestätigen. Klar, du warst ja auch dabei. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein. Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Ja, na gut, hier Ende. Komm, hier. Ja. Da ist noch eine Spitzhacke. Ja, da bin ich gerade. Das ist gerade mein Problem. Ich glaube schon. Schön. Ey. Und jetzt hier mal auf die Eisenader, ey. Hep. Wichtig ist immer dreimal. So, dreimal. Zack. Ja. So, und jetzt gibt's das. Das gibt Blut. 5-mal Eisenerze halten. Uns wird automatisch gespeichert, hier geht's wieder raus. Nee, aber die Mine will ich jetzt mir schon angucken. Was ist das für eine Scheiße, ey? Die endet dann hier irgendwo im Nichts, weißt du? Diese Lore. Ja klar, das ist doch im Indiana Jones Film so, oder? Ach, ey, pass auf. Hab ich nie gesehen, den Film. Guck mal, Kristallader, wie? Hab nie einen Indiana Jones Film gesehen. Kein einziger? Noch nie, nee. Ach du Gott, das ist ja traurig. Ja. Hast du schon mal Brücke sehen, Sterben gesehen? Ja. Ja, gut. Kristallbeutel, ey. Das ist ja so wichtig. Weißt du, hier haben wir so dicke Lore. Und das, was sie rausholen, ist eigentlich nur in so Säckchen drin. Weißt du? Und vor allem überall verteilt. Das, ja. Oh, nee. Voll das hässliche Vieh, ey. Überlegt ein Buch rechts. Ah. Das ist keine Ratte. Das ist sicher. Ja. Ein Knoten. Schieß mal drauf. Bewusstlos. Töte es. Geht das? Ja. Du musst es anklicken. Nein. Der Name muss da stehen. Ja, das steht aber nicht. Ja, kommt nichts. Geht's wohl aber nicht. Du machst so Rest, du. Guck mal, was der Gnome sagt, wenn er da aufsteht. Guck, jetzt ist er weg. Ja.
Du musst immer mal einen Gnom in die Fresse hauen, ey. So, was heißt das? Ist immer ein Buch oder was? Nö, ist nicht. Nee, aber, oh, was der Wächter dazu sagt, dass wir jetzt gerade den Gnom umgeboxt haben, das sehen wir im nächsten Teil. Wir sind tschüss. Tschüss. Oh, streck. Oh,